Vor allem die Geräuschekulisse finde ich sehr anstrengend. Also das muss ich... Huch. Huch. Die Wand hier war das. Zack. 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 Aber dahinter gibt es ja auch noch was, ne? Dann nehmen wir mal alle mit, die wir haben. Na, na, komm. Zack, 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 zack. Los, alles her mit. Ich weiß auch nicht, ob ich ein bisschen leise jetzt wieder manchmal rede. Boah, Alter. Viele. Nehme ich sie ja alle mit, aber das ist egal. So. Ähnliche Probleme können komplett andere Lösungen haben. Oder haben wir hier lang. Wir müssen ja aufpassen. Manchmal reicht es, sich einmal umzudrehen und der Weg sieht schon ganz anders wieder aus. Ein Problem zu verstehen. Um ein Problem zu verstehen, reicht es, die Stücke zu füllen. Aber hier kommen wir nicht durch, weil hier brauchen wir den Grün dafür. Das heißt, ich nehme mal hier ruhig doch nochmal alles mit. Antichamber hat eigentlich keine große Story. Wir sind anfangs in diesem Raum aufgewacht. Wir versuchen eine Lösung zu finden und wir versuchen hier rauszukommen aus diesem Konstrukt, wo wir uns hier befinden. Ohne zu wissen, wo das ist und was dahinter steckt. Wir wollen eigentlich nur heraus. Wir wollen nur ein Aus... Ups. Wir wollen nur einen Ausgang finden. Um wieder quasi die Freiheit zu haben, der wir entzogen wurden. Um einen bestimmten Weg zu gehen, bedarf es manchmal deines eigenen Pfades. Oder musst du manchmal deinen eigenen Pfad bauen. Okay. Dann mache ich es mal so. Oh, okay. Cool. Sehr cool, sehr interessant auch das alles, aber ich bin okay, da unten ist so ein Durchgang. Ich glaube, da muss ich schnell hinkommen. Na, noch, komm schon. Meine Güte. Zack, 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 zack. Zack, ups, zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. So, dann kann ich hier. Dann kann ich hier so. Hoch. Ja, das funktioniert so, glaube ich, auch. So. Alte Fähigkeiten sind nützlich, selbst wenn wir neue gelernt haben. Puh. Welche neuen Skills haben wir denn gelernt? Wüsste ich gerne mal. Ein Pfeil nach unten.
runterspringen gleich. Ups. Na. Ach, Mensch. Komm doch mal. Mach doch mal vernünftig. So. Nein! Verdammt! Jetzt habe ich mir... Ach Mist! Jetzt habe ich mir den Pfad verbaut. Ernsthaft? Och Mann. So ein Mist. Was will ich jetzt? Ha! Da habe ich das System ausgetrickst. Dann baue ich mir hier mal eine Plattform. Weil dann will ich von dieser Plattform gewissermaßen runterspringen gleich. Zack, zack, zack. Ups, zack. Zack. Das hat jetzt irgendwie nicht so geklappt, wie ich dachte, ne? Ja, fast. Ha. Haha. Jawohl, das ist jetzt fast richtig. Bauen wir uns hier wieder eine Treppe. Ich glaube, man muss hier auch so ein bisschen seine eigenen Lösungen entdecken. Oh, nehmen wir uns so rum. War das? Zack, 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 zack. Ne, hier so. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Und dann hier so. Und da so. Und dann machen wir den da wieder weg. Und den machen wir weg. Und die machen wir weg. Ups. So. So, und top. Und dann können wir die wieder alle mitnehmen. Das Interessante ist ja hier, wie man an diese Lösung so kommt. Ne? Ich glaube, ganz ehrlich, andere Leute hätten jetzt nicht so kompliziert gearbeitet, wie ich das jetzt getan habe. Ich glaube durchaus, man kann sagen, dass ich hier sehr kompliziert gearbeitet habe. Wie habe ich es denn jetzt geschafft, hier durchzuplumpsen? Mich durchgebackt. Das ist jetzt doof. Ich glaube, ich habe hier mit meiner Methodik mich selbst ins Ausseits befördert, weil ich jetzt durch den Boden gefallen bin, weil die Steine das ja blockieren und ich da nicht drankomme, um die wegzumachen, ich jetzt keine Möglichkeit habe, hochzulaufen. Ja. Hehe. Naja, dann muss ich wieder hier hin. Oh Mann, 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 Mann. Puh, wir sehen, die Wand füllt sich. Zum Ausgang sind wir damit leider noch lange nicht gekommen. Wo waren wir? Wir waren... Hier waren wir gewesen, ne? Genau. Brauchen wir aber erstmal wieder... Oder bräuchten erstmal wieder... Oh, das kann dauern.
bis wir hier jetzt was angesammelt haben. Ich überlege auch, ob Antichamber ein Spiel ist, wo ich sagen würde, ja, hier würde es Sinn machen, beispielsweise eigene Thumbnails zu erstellen. Oder ist es eher ein Spiel, wo so ein allgemeines Thumbnail wieder sinniger ist, sozusagen? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß ja noch nicht mal gerade, wie viel Zeit wir verbraten haben schon in diesem Spiel. Und ja, ich muss jetzt mal so. Zack. Nee. Das bringt so gar nichts eigentlich. So. Ein bisschen erinnert es mich ja auch an Portal. Man hat so Puzzle und kämpft sich Stück für Stück voran in diesem Spiel. Kämpft seinen Weg immer weiter voran. Macht, bastelt sozusagen, tut. Und am Ende, ja, weiß ich nicht, was hier uns am Ende erwartet. Ich meine, Portal hat ja auch so, du versuchst im Grunde zum Ausgang zu gelangen, während du Versuchskaninchen von GLaDOS bist, die ihre Spielchen mit dir treibt. Wobei das jetzt auch nicht so ganz stimmt. Spielchen treibt ist so eine Sache. Du bist halt so ein Forschungsobjekt für sie. So können wir uns durchaus besser voranarbeiten. Ja, so kämpfen wir uns Stück für Stück voran und haben... Wenn was? Ah, nee, das muss dahin. Das muss dahin. So, so, so. Wenn was, haben wir eine Treppe, um nochmal nach oben zu gelangen. Ja. Oh, wobei das jetzt eh hinfällig ist. So. Hat ja lang gedauert, bis wir das jetzt endlich geschafft hatten. Wenn du nicht aufmerksam bist, wirst du alles um dich herum verpassen. Was? Decke, oder? Was ist denn? Ah. Da ist etwas. Die Frage ist nur, was und wie wir da hinkommen. Vielleicht über den hier? Plattform.